muss ich irgendwie. Du säufst richtig, aber sowas von. Oh, hier sind sie auch wieder! Diese kleinen Mistviecher! Die Blümchen stehen einfach. Die haben nämlich das letzte Mal mein Viech getötet. Warum bist du eigentlich nackt? Ich? Bin ich nicht. Ist bei mir nichts an, außer einer Hose. Ah, nee, nee. Felix ist nackt und der ist halt gerade gerespawnt. Ja, sorry, ich hab's gerade nicht gesehen. Ich dachte, das wärst du. Parosaurus ist im Level up. Deiner ist übrigens, ich wollte gerade sagen, Level up. Felix. Mari, wie komme ich denn, wenn ich, auf dem reite, kann ich nicht updaten. Doch, F. Achso, F. Ah, ja, ah. So, wie geht's denn meinem. Oh, meiner ist halb tot. Meinen muss ich jetzt ein bisschen Ruhe gönnen. So, können wir uns jetzt mal einigen, wo wir hinbauen wollen? Dann lasst uns doch einfach am Strand noch ein Stück lang oder so. Naja, dann lauft ihr vor, ich lauf nach. Lumi, gib du vor, du bist die Frau. Du hast die Boobs. Aber ich habe die fehlende Orientierung, ne? Ja, eben, deswegen laufen die hinterher, weil ich verliere mal sonst. Aber denk dran, ich bin langsamer als du. Ich habe das ganze Shit von unserer Basis dabei. Ich guck mal diesen coolen roten Dodo. Also, ihr sollt ihn nicht töten, aber der sieht voll cool aus. Töten! Felix haut direkt was drauf. Ich warte nicht auf euch. Immer drauf. Ich warte auch nicht drauf. Ich. Dein Corvette. Ja, hier ist alles meins. Mein Corvette ist das. Unsere sind sehr, sehr ähnlich. Wir sind weiter dem Wasser lang. Ich einfach mal durch. Lumi, warte mal, bevor du jetzt hier querfeld einmachst, warte mal auf Felix. Hä? Rechts weiter. Geradeaus weiter im Wasser. Geradeaus weiter im Wasser. Ja, nein. Am Wasser lang. Einfach weiter, einfach weiter. Reite doch jetzt endlich, wir sehen dich. Ach, Dumme. Oh Mann, nee, ich hab ja auf Mittel. Ich sehe euch auf der Entfernung. Ja, deswegen haben wir gesagt, reit weiter und jedes Mal bleibst du stehen. Naja, weil ihr sagt, am Wasser, ins Wasser, durch Wasser. Nee, am Wasser lang weiter war immer die Ansage. Es war dreimal am Wasser lang weiter und jedes Mal bist du stehen geblieben. Weil ich euch nicht gesehen habe. Ja, aber wir haben dich gesehen. Ich mache euch immer lustig, wenn ich sage, ich sehe das grüne Licht nicht und sowas. Man sieht halt einfach auf Entfernung nichts mehr. Warum läufst du jetzt eigentlich querfeld ein? Eben. Weil ich dachte, vielleicht gucken wir uns einen neuen Fluss. Dann hätten wir auch guck mal, wir sind jetzt rechts, haben wir die Anhöhe, von der wir runter sind, um einmal außen rum zu laufen und wieder hin. Wären wir da nicht runtergekommen. Natürlich. Wir hätten einfach den Berg hochlaufen können, dann wären wir genau da. Wir waren doch schon da unten. Ich hab gesagt, lasst mich nicht nach vorne. Oh Mann, ey. Ich mach das schon, ich schieb die jetzt nach vorne. Dann schieb mich halt vorbei. Das ist aber kein Fluss. Hier will ich jetzt nicht runter. Nee, das ist jetzt nicht so schlau. Oh, oh. Hey. Hier nicht. Das Viech hat mich vorhin getötet. Ja, und die sterben doch mit 3-4 Pieksern. Ja, oder? Eben, und ich hab 5-mal mit meinem Dino draufgehauen. Ja, nimm mal nicht einen Dino. Hi, Hansi, und dankeschön für den Host. So. Hab ich. Ich bin aber nicht Dota. Moment, da ist noch was bei. Da ist noch was, Lumi! Ach Gott, wo steht denn alle hier rum? Wieso? Guck, wie Schwein ins Uhrwerk. Oh, guck mal, wie die abgehen hier. Ich wollte rückwärts ausparken. Aber doch nicht, während dein Dino gefressen wird. Aua, hau mich mal nicht. Mann, stehen die hier zusammen, ey. Friendly Fire ist echt eine beschissene Erfindung. Ey, dein Dino wird halt gefressen und Lumi macht noch düt. Disruptor-Live-Szene. Oh Mann, ey. Wie wir hier runterkommen. Aber nein, ich will eigentlich da hinten lang irgendwie. Moment, ich bin ja Felix jetzt. Halt, stopp, ich bin jetzt Felix hinterher gelaufen, das ist falsch. Ja. Okay, dann laufe ich jetzt Felix hinterher. Nee, ich wollte zu Lumi hinterher. Naja, okay, das ist jetzt. Wir kommen da hinten bestimmt wieder runter. Felix macht das schon richtig. Lumi, du musst schon außen rum. Du kannst nicht einfach. Kannst nicht einfach dagegen. Was ist so schwer daran? Gekackt, dankeschön für die Info. Was ist denn das da rechts für ein Teil? Das sieht wie ein Fleischfresser aus, finde ich. Das glaubt der Arcana, genau, in groß. Der hat so dünne Vorderbeine. Mhm. Deswegen habe ich mich gleich verdrieselt. Aber das sieht so irgendwie wie ein Mix aus Fleisch und Pflanzen. Was ist denn das für ein fetter Frosch? Ohne Anaconda, Alter! Hier sind Haufen Fleischfresser! Oh, eine Anaconda. Ich verpiss mich. Die Anaconda hat schon Bock auf dich. Oh, jetzt hat sie Bock auf mich. Sie ist weg hier! Ich renn Lumi hinterher, Lumi wird sonst immer gefressen. Oh, da kommt was angeflogen! Oh, Hilfe! Oh, hier sind aber auch anderes, was nicht Fleischfresser sind. Schön, dass ihr einfach weiter rennt. Ich hab gehört, Lumi hinterher. Lumi. Das sind ganz andere Büsche als bei uns. Vielleicht sollten wir hier das Lager machen, das wäre voll cool. Ja, hier ist irgendwie ein bisschen nach trockener. Dann haben wir mal eine andere Vegetation. Trockenerem Stuff aus. Was?
Da ist übrigens eine Schlange vor dir, Lumi. Ich sag's. Hier sind noch mehr Schlangen. Aua! Nee! Papa, sind die groß? Nee! Lauf! Lauf! Hier ist ein Riesen-Nilpferd. Wir links zurückkommen. Wir würden vielleicht am Wasser entlang gehen sollen. Oh Gott, hier ist ja alles. Mami! Ja, sag ich doch. Ist alles voller Fleisch. Und Schnecken. Auch. Schnecken gibt's ja auch. Nein, die Schlangen beißen Tamio. Ja, deswegen bin ich schon am wegrennen. Die stirbt dort. Ich hab gesagt, Lumi vorlassen. Okay, sie stirbt. Ja, super, ich hab hier ein Krokodil. Oh, what? Okay, wir sind nicht wirklich in eine sinnvolle Gegend gekommen. Ja. Wo bin ich denn hier? Okay, ich glaube, das ist zu much für uns. Ich versuche zu sterben. Ich sterbe. Schatzi, wieso warnst du sie nicht vor der Hölle? Weil Sift ein verdammt elendiger Sadist ist. Ich muss mal hier weg. Ich bin tot, ich komm dann gleich wieder zu euch. Wenn du da überhaupt hinkommst, ich reite dann nimmer hin. Aber das ich versuch mal hier noch rauszureiten. Wie viel gibt's da nicht? Nö, ich dachte, hier geht's noch irgendwo durch und wir kommen dann an Stellen, wo alles gut ist. Oh, hier gibt's ja auch noch Libellen, die wahrscheinlich auch noch pieksen und eklig sind. Ach Gott. Lernen durch Schmerz und Erfahrung, ja. Hallo Schlängelchen. Ich sag dir eins über deinen Schatzi. Don't trust him. Never. Nicht in Videospielen zumindest. Der lässt Lumi auch immer noch da im Herald Bracket rumlaufen, gibt nie Tipps. Also ich bin dort jetzt. Immer dreckig. Ich bin jetzt genau dort, wo wir vorhin fast runtergefallen sind. Ich muss ja erstmal, ich bin irgendwie auf dem Weg zurück, aber die Orientierung ist gerade schwierig. Aber ich bin glaube ich auf dem Weg zurück. Hier gibt's ja auch. Hier gibt's ja auch Nadelwälder. Es gibt in A keinen schlimmeren Ort als den Sumpf. Super. Ah, gut, dass wir gerade den Sumpf getroffen haben. Super. Ach nö, das ist schon wieder so ein kleines Vieh. Bin ich pervers, dass ich meine eigenen Avatarin auf den Arsch gucke. Stehst du doch bis nach Frauen, Lumi? Nee. Aber wackelnden Hintern haben was. Vielleicht werde ich ja doch noch heteroflexibel. Was? Heteroflexibel. Du kannst aber pansexuell sein. Nee, ich glaube pan bin ich nicht. Dann hätte ich mich das ja schon in Frauen verliebt. Nee, pansexuell heißt, du verliebst dich in Charaktere und nicht in Geschlechtsteile. Um es einfach auszudrücken. Weißt du überhaupt, wo du gerade rumlatschst? Nee, nicht so richtig, aber ich hoffe, ich finde irgendwann wieder Wasser und dann kann ich mich irgendwie orientieren. Na, guck mal auf die Map vielleicht. Die Map aktualisiert sich nicht so wirklich. Außer, dass es... Hast du wenigstens mal einen Kompass für dich gebaut? Nee, ging nicht. Wie? Glaube ich, bin schon wieder beim Sumpf. Hä? Bleib mal kurz stehen, vielleicht... Kann ich nicht, mir rennt das hinterher. Achso. Aber hier gibt's auch unsere kleinen Viecher. Aber hier schimpft mir so Schlangen hinter mir. Vielleicht sehe ich dich, Adlai. Wieder Schlangen hinter mir. Ich glaube, dieser Kopf mit dem Wasser drin ist übrigens einfach das ganze Sumpfgelande komplett. Das ist nicht so günstig. Wir sollten vielleicht einfach nach rechts laufen und nicht nach links. No! Ja, so mein Vorschlag. Dann ist, glaube ich, nicht Toll. Sumpfland. Toll, ein Raptor tötet mich gerade. Wieso bist du schon wieder bei Raptoren unterwegs? Weil ich verdammt nochmal meinen Stuff holen wollte und der. Ich dachte, das haben wir schon entschieden, dass das nicht klappt, weil da zu viel Tod, also zu viel Stuff, also gefährlich und so. Ich hab gesagt, ich probiere es einmal und wenn es nicht klappt, dann lass ich es bleiben. Bleib jetzt bei unserer Base und mach wieder neu. One Eternity Later. Ja, komm da einfach, warte einfach, ich bin halt gleich da. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, das ist ein bisschen das Problem, das Hauptproblem. Ach, wollt ihr jetzt wieder zurückkommen? Ja! Ich bin wieder an der Base. Achso, dann warte ich. Wir wollen natürlich mit dir zusammenspielen weiterhin. Warte mal, hier ist eine Robo-Version davon. Hier ist ein Robo-Parasaurus. Kann ich einen Robo-Parasaurus auch direkt mit einem normalen Parasaurus-Sattel benutzen? Lumi. Oh. Eventuell habe ich einen bösen Fehler gemacht. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier bin und ich habe das Gefühl, hier soll ich nicht sein. Auch wenn hier Parasauren rumlaufen. Ich habe kein Mitleid, wenn du jetzt stirbst. Du hast mich so oft ausgelacht. Wo bin ich? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Lass mich mal kurz hier durch. Schuhe bräuchte ich dann auch noch. Ich glaube, die Richtung ist besser. Für Schuhe brauche ich noch Leder. Oh, nee. Oh, was
Was latscht denn jetzt das pinke Ding hier lang? Ah, mein Parasaurus ist auch aufgestiegen. Alter, seid ihr bescheuert? Jag mich mal nicht. Was immer da hinter mir ist, jag mich mal nicht. Ich hab Angst. Nee. Nee. Mami. Okay, ich glaube, meiner ist auch tot. Ich komme nämlich. Oh Gott. Das backt ja nur ein bisschen, wenn man hier irgendwo mal was abhängen will. Ich fliege noch. Okay, das hilft mir sogar. Oi. Du hast mich jetzt lang genug genervt. Stirb. Hör auf wegzurennen und stirb. Okay, dann halt nicht. Weiß immer nicht, wo ich hier irgendwie nach Hause komme. Ich wäre einfach in die Richtung gelaufen, wo ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich laufe jetzt einfach Richtung Sonne. Oh, das ist ein guter Hinweis, weil du müsstest wahrscheinlich von der Sonne weglaufen. Du wirst ja nicht hinter der Sonne sein. Hä? Ja, eben, du musst von der Sonne weglaufen. Ist die Sonne nicht im Süden von euch? Die Sonne ist bei uns. Siehst du dieses große Ding, das Richtung Himmel strahlt? Das Ark-Teil halt. Der Tempel. Dieser Tempel. Ah, davon, ja. Davon wird es auch dafür mehrere. Gibt's mehrere, dummerweise, in meiner okay. Sicht. Also, wir haben die Sonne, die geht gerade gegenüber von uns. Eben. Auf der anderen Seite vom Wasser. In die Richtung, in die wir gelaufen sind, um die neue Base zu bilden. Dort steht gerade die Sonne. Okay. Uns. Ich dachte, also wir sind im Süden der Map. Brücken nehmen, um zurückzukommen. Ja, du hast recht. Ey, genau. Sonne ist doch ein super Orientierungspunkt. Hab ich ganz ja, vergessen. Vorhin war noch keine Sonne, da war so komisch neblig. Eventuell bin ich dann schon an dem Ding vorbeigelaufen, an dem, was ihr meint. An dem Strahle-Dingens mit dem. Dieses Gebäude, dieses große. Ach, komm schon. Hä? Okay. Nehme ich. Dino, hier geblieben. Vor allen Dingen. Weißt du, geblieben. Benny hat Holz gehabt oder so, ganz viel, und ich habe mir 13 Holz rausgenommen. Läuft. Das ist eine lustige Fähigkeit. Wenn ich von meinem Dino absteige, verjagt der Fleischfresser, Kleiner. Hey, Moment. Aua, aua! Läuft bei dir? Kommen eigentlich irgendwann auch Steine wieder? Ah, gut, soviel dazu. Wie Steine wieder? Oh.